Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch nochmal zeigen, wie man so eine Geschichte hier annäht, wenn so ein Klettverschluss hier weggegangen ist und was man dagegen tun kann, dass das gleich gar nicht so ausfranst. Wie das alles geht, zeige ich euch in diesem Video. Was können wir nun dagegen tun, dass so etwas gar nicht passiert? Und zwar, was man hier sieht, diese Naht ist nur einfach gemacht. Das ist schon mal das Problem hier, weil an so einem Klettverschluss zieht man relativ starr oder relativ stark. Und dann ist eine Ausführung einer doppelten Naht eigentlich viel besser. Ich sehe das hier bei dieser Jacke. Hier habe ich es schon mal nachgenäht. Ja, das habe ich euch schon gezeigt. Das Video blende ich euch nochmal hier ein. Und hier unten ist noch so ein Klettverschlussstreifen. Da löst sich es jetzt auch schon wieder, wenn ihr das hier seht. Seht ihr das? Ja, also richtig doof und ärgerlich, weil die Jacke war doch sehr teuer. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass die Klettverschlüsse von Anfang an halten. Ja. Was ist jetzt das Allerwichtigste? Und zwar, damit es gar nicht so weit kommt, wie ihr das hier seht, seht ihr, das ist schon richtig ausgefranst da an der Seite. Ja? Richtig ärgerlich. Es ist unerlässlich, damit ihr sowas verhindert, dass ihr das einfach sofort repariert. Wenn ihr das merkt, sofort die Jacke beiseite legen und gleich am nächsten freien Augenblick mit der Nähmaschine drüber gehen und das wieder ordentlich annähen. Ja. Wenn ihr das nicht macht, dann sieht es dann so aus wie bei mir hier. Da ist jetzt seitlich ziemlich viel ausgefranst. Das heißt, durch das, dass ich jetzt hier gedacht habe, ach ja, ich warte noch ein bisschen, es ist zwar Anfang Winter, wird schon nicht so schlimm werden, aber durch das ist mir hier ausgefranst, ich hätte es sofort machen sollen. Hier bei dem zweiten Teil hier habe ich die Chance, weil das ist erst relativ frisch, sage ich mal, dass ich das da gleich mache, wobei es auch schon ein bisschen ausgefranst ist. Schauen wir mal, ob ein anderes da auch schon betroffen ist. Hier, da franzt auch schon irgendwie ein bisschen was, aber das ist noch fest dran. War das das, was ich das letzte Mal genäht habe? Könnte sein. Auf jeden Fall, macht so schnell wie möglich, weil nur dann könnt ihr eben sowas verhindern. Und wie wir das jetzt machen, zeige ich euch jetzt gleich. Als erstes müssen wir jetzt mal hier oben diese Naht auftrennen. Ja, und zwar, warum müssen wir das machen? Ist eigentlich ja komisch. Wir wollen ja was zunähen, nicht was auftrennen, aber wir müssen das mit diesem Teil des Stoffs auf dieser Seite vernähen. Und damit wir auf der anderen Seite keine Naht sehen, müssen wir den Stoff, wie er hier zusammengenäht ist, einfach nochmal auftrennen. Und dann können wir schön das aufnähen auf dieser Seite und wir sehen vorne keine Naht. Das wäre auch nicht so schön. Deswegen mache ich das jetzt einfach an der Stelle. Dazu gehe ich her, nehme so einen Nahtauftrenner, gehe da rein, beziehungsweise ich gehe von der einen Seite rein, nicht, dass ich den Stoff mir verletze, und fange mal da an, die Naht aufzutrennen. Das geht dann auch relativ einfach. Wenn man mal die erste Naht hat, dann kann man das normalerweise recht einfach so durchziehen. Man muss es nicht immer direkt schneiden. Und wenn man es dann ein bisschen geschafft hat, dann kann man da oben reingehen. Dann lässt sich das nämlich auseinanderziehen. Oder auch nicht. Dann lässt sich das auseinanderziehen und dann kann man da oben ein bisschen leichter das Ganze nochmal auseinandernehmen. So, schauen wir mal hier, wenn man so zieht, sieht man, dass das schon ein bisschen so frei ist. Und dann hält es da nicht mehr so sehr zusammen. Kann man das hier aufmachen. Dann gehen wir da so rein. Und dann ziehen wir es so durch. Seht ihr? So, jetzt führt es da schön. Dann haben wir das komplett offen. Schneidet nicht zu weit. So, jetzt haben wir aber das Ganze so offen. Und wir sehen hier auf der Hinterseite im Endeffekt die Naht. Auf der Hinterseite, da sehen wir jetzt die Naht.
wo dieser Klettverschluss angebracht ist. Genau. Und da werden wir das jetzt einfach nochmal nachnehmen, weil man sieht auch, die Naht ist noch intakt, also die Naht ist nicht aufgegangen, aber der Klettverschluss hat sich aufgelöst. Damit wir ein bisschen besser zukommen, gehe ich jetzt da in die Richtung auch nochmal kurz ein bisschen rüber. So, ich denke so, jetzt passt es recht gut. Und jetzt können wir da schön das so über die Nähmaschine legen und dann das Ganze vernähen. Wie gesagt, spart da nicht mit ein bisschen aufmachen, weil am Ende, ob ihr da jetzt einen Zentimeter mehr oder weniger zurücknäht, spielt auch schon keine Rolle, weil wir müssen die Naht eh neu machen, die da außen ist. Und wenn ihr da dafür aber besser hier rankommt, ist es einfach der Aufwand wert, wenn man die Naht ein bisschen weiter öffnet. Ja, jetzt hier nochmal ein Hinweis, und zwar, ich bin da eben so reingegangen, habt ihr es gesehen, so. Und dabei habe ich doch tatsächlich schon leicht da den Stoff verletzt. Seht ihr, da kommt das Weiße durch, das hier ist. Ja? Und das sollt ihr natürlich vermeiden, deswegen geht dann doch lieber so rein und zieht das so in eine Richtung raus mit der Naht und schneidet die dann ab. Dann habt ihr 100 Pro keine Gefahr, dass ihr den Stoff reinschneidet. Ich wollte jetzt ein bisschen zu schnell da rangehen. Auf der anderen Seite ist mir recht gut geglückt, da ist gar nichts passiert, nichts beschädigt worden. Aber wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann macht es lieber einzeln und in diese Richtung so rüber zum Beispiel. Ja, und holt den Faden einzeln, so dass ihr ihn seht, und schneidet ihn dann ab. Was wähle ich dann für einen Stich, um diesen Klettverschluss schlussendlich vollständig festzubekommen? Und zwar, ich nehme da den sehr strapazierfähigen Stich Nummer 7. Ja, das ist eine Gesäßnaht, die extrem strapazierfähig ist. Da wird im Endeffekt dreimal drüber genäht und dann hält uns das garantiert. Ich lasse dann soweit die Einstellungen, wie sie jetzt sind, und dann können wir auch schon gleich so losnähen. So, bevor ihr jetzt zu nähen beginnt, überzeugt euch nochmal, dass hinten kein Stoff umgeschlagen ist. Ja? Nicht, dass ihr da über die andere Seite, die wir jetzt aufgetrennt haben, drauf näht und deswegen trennt auch ein bisschen weiter auf. Ich habe es jetzt hier ziemlich weit aufgetrennt, weil ich ja da unten noch einen zweiten Streifen habe, den ich auch noch mal wieder annähen will. Und deswegen habe ich da jetzt gerade da unten hin leichtes Spiel. Und dann starten wir mal. Jetzt habe ich auch eine Seite im Endeffekt schon komplett fertig genäht. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie gut das da sitzt. Und zwar, da sieht man es, da war das Ausgefranselte, da seht ihr das? Das Ausgefranselte, das hat es jetzt so schön zusammengebündelt, sieht aus wie bei einem Teppich, ja, diese so Fransen, die man an einem Fransenteppich kennt, weil es da eben das schön angenäht hat. Ja, also die Dreifachnaht ist wirklich notwendig. Und was ich jetzt noch mache, ich mache natürlich im komplett rundherum, also auch auf der anderen Seite, weil wenn das hier aufgeht, sich auflöst, löst sich es auch irgendwann an der anderen Seite auf. Und das mache ich jetzt einfach noch überall bei den ganzen Streifen. Und hier seht ihr jetzt, wie das aussieht, wenn man das dann vollständig gemacht hat. Einmal auf der Innenseite nachgenäht, die alte Naht ist noch da. Dann hier oben längs nochmal zweimal genäht und dann habe ich hier einmal noch runter genäht. Da sieht man es jetzt schlecht, weil der Stoff ja selbst schwarz ist. Ja? Und jetzt können wir das Ganze wieder zusammennähen. Zum Zusammennähen habe ich jetzt hier wieder einen einfachen Steppstich gewählt. Und zwar damit kann ich das einfach drüber nähen. Das war hier auch zuerst ein einfacher, den ich hier aufgetrennt habe. Deswegen ist das auch gar kein Problem. Da wichtig ist jetzt nur, dass ihr es am Anfang vernäht. Entweder ihr habt eine automatische Vernähfunktion oder ihr macht so wie ich. Ich starte jetzt einfach mal und dann lasse ich sie kurz zurücklaufen. Muss ich da drauf halten. Dann läuft sie bei mir zurück und dann kommen wir wieder nach vorne. Dann sind wir soweit auch schon fertig, können das Ganze rausnehmen. Und dann sehen wir hier die Naht schon
Und das ist doch recht gut geworden. Und hier seht ihr jetzt nochmal das komplette Ergebnis. Da wieder zusammengenäht. Und auf der anderen Seite hier seht ihr den Klettverschluss. Das eine Teil da, wie gesagt, mit diesen Art Teppichfransen. Das hätte ich mir sparen können, wenn ich das Ganze einfach früher schon gemacht hätte. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, dann gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.